Ich denke, es gibt eine Sache, auf die wir uns alle einigen können. Kartoffeln sind einfach genial und vielseitig. Für diese knusprigen Tater Tots, die übrigens ihren Ursprung aus meiner zweiten Heimat, die USA, haben, geben wir mehlig kochende Kartoffeln in Wasser, bringen es zum Kochen und lassen die dann für etwa 5 bis 7 Minuten köcheln. Die noch relativ festen Kartoffeln werden gerieben und ich reibe sie meistens etwas gröber. Die kommen in eine Schüssel mit Mehl, Petersilie, Salz und Paprikapulver. Jetzt noch Ärmel hochkrempeln und ordentlich vermischen. Danach formen wir aus der Masse kleine Zylinder, ähnlich wie bei Kroketten. Zum Schluss werden sie nur noch von allen Seiten richtig schön crispy, goldbraun frittiert und fertig ist unser veganes Wunder.